machen. Ich will eine berühmte Schriftstellerin werden. Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Einmal wird dieser schreckliche Krieg doch vorbeigehen. Seid mutig. Es wird einen Ausweg geben. So, wie sieht's aus? Wir sind sehr zufrieden heute. Ja, es war ganz gut. Also dafür, dass es ein drittes Turnier ist, sind wir sehr zufrieden. Das dritte Turnier? Ja. Für euch beide? Nee, für unser Pferd. Ach, für euer Pferd das dritte Turnier? Ja. Na, das macht ihr aber schon sehr routiniert, oder? Ja, auf jeden Fall. Der war super gelassen, ganz ruhig, er lief gut. Ja. Gut, jetzt muss ich mal wieder gucken. Wer von euch ist Selina und wer von euch ist Chantal? Ich bin Chantal. Chantal? Ja. Und du bist die Selina? Richtig. Warum ich frage, ihr seht das von der Nähe nicht so genau, das sind Zwillinge, die zusammen hier doppelt voltigieren. So, also ohne Zweifel, ich brauche nicht zu fragen, wie ihr zusammengekommen seid beim Voltigieren, oder? Nee, das brauchen Sie nicht zu fragen. Aber auch nicht so eine Sache nach dem Motto, wenn die das macht, mache ich was anderes? Nee, also wir sind uns schon ziemlich ähnlich eigentlich. Okay, und das teilt sich natürlich beim Voltigieren aus, ne? Ja. Auf jeden Fall. Gut, und ihr habt ja auch schon einiges hinter euch gebracht, ne? Ein paar schöne Erfolge. Ja, genau. Was hattet ihr schon? Wir wurden Vize-Süddeutscher Meister im Junior-Doppel 2018 hier in Alsfeld und haben auch vorletztes Jahr 2019 mit der Mannschaft hier in Alsfeld den 5-Länder-Kampf im M1-Sterne gewonnen. Ja. Habt ihr schon ein bisschen was hinter euch gebracht? Aber 2018 klingt fürchterlich lange weg, gell? Ja, das stimmt. Ja, wie sieht das aus? Wie habt ihr die Zeit verbracht? Ja, war bei uns etwas schwierig, weil im Landkreis sehr enge Bedingungen waren. Wir konnten nicht viel machen, eine Zeit lang ging gar nichts. Wir durften gar nichts machen, auch auf der Anlage nicht. Dann hat sich das ja langsam ein bisschen dann stabilisiert und dann haben wir Einzeltraining gemacht und haben in der Zwischenzeit halt die Pferde viel geritten, sehr viel geritten. Und eben den Neuen, der Santino ist ja neu bei uns, anvoltigiert, angelernt und so, dass er jetzt, denke ich, so langsam richtig fit wird. Ja, weil genau dazu habt ihr in euren Zettel nämlich ein
dicken Wunsch reingeschrieben, was ihr unbedingt weitermachen wollt. Ja, wir wollen unbedingt weiter doppelvoltigieren. Und unbedingt auf Santino. Auf Santino, genau. So ist es. Das heißt, ihr habt da noch kräftig was vor. Ja, das ist richtig. Gut. Schon Pläne für nächstes Jahr? Nee, noch gar nicht. Noch nicht drüber gesprochen. Okay, alles klar. Jetzt mal gucken. Hat es schon geklopft? Wir warten noch auf Noten. Okay. Viel geritten, habt ihr gesagt. Das heißt, ihr reitet auch? Ja, wir reiten hauptsächlich den Santino. Den Santino? Ja. Ja, wie macht ihr das dann so? Die erste Viertelstunde die eine und die andere Viertelstunde die andere? Oder nee, wir wechseln eher tagesweise bzw. wochenweise ab. Okay, ihr habt euch auch noch nicht so darauf geeinigt, dass es vielleicht beide gleichzeitig reitet? Nee, lieber nicht. Also ein Doppel auf dem Pferde, auf dem Dressursattel? Wir haben noch nicht ausprobiert. Es gab da mal eine nette Schaunummer mit Dressurquadrille mit Voltigierern hinten dran. Das wäre doch so was für euch, ja. Oder? Ja, wer weiß, können wir ausprobieren. Okay, ja, wie lange wird bei euch schon voltigiert im Verein? Seit, das sag und schreibe seit 1957. Seit 1957? Ja. Das ist ungefähr 2 Jahre, nachdem ich geboren wurde. Alles klar. So, und jetzt kriegt ihr mal eure Wertung. Ich habe gerade das Klopfzeichen gekriegt. Mara, leg los. Ja, für euren heutigen Start bekommt ihr die Endnote 6,566 und gestern und heute ein Endergebnis von 6,453. Okay, zufrieden? Ja. Gut, eure Wertung. Vielen Dank. Thank you for watching my videos. If you don't want to miss any updates, please subscribe to my channel and hit the notification bell. If you want to support my work, please check out my online shop. All videos here are available on video DVD and full HD video. Or you become my patron or channel member to get some nice benefits, like early access to all video clips and exclusive access to all the livestream replays. Have a nice day! Yo, Mark.